Und jetzt bringt das richtige Licht Farbe in die schwarzen Bilder von Pierre Soulages. Wenn du ein kleines Bild hast. Hast du einen weißen Rahmen? Ich heiße Pierre Soulages. Ich bin Maler und stelle seit 60 Jahren aus. Ich finde, das funktioniert in beiden Richtungen. Aber mir kommt es auf die Schwingungen an. Und die sind in der anderen Richtung nicht dieselben. Das stimmt, ja. Die große Mathe-Partie muss oben sein. So war es gedacht. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ursprünglich hatte ich etwas Komplexeres im Kopf. Aber es ist mir nicht gelungen. Jetzt bleibt es so, wie es ist. Ich kenne Pierre Soulages als Künstler natürlich seit den 50er, 60er Jahren. Er galt damals als einer der Hauptvertreter der Schule von Paris, was er gar nicht ist, sondern er ist eigentlich einer der größten europäischen Maler, die vieles vorausgenommen haben, was die Amerikaner 5 oder 10 Jahre später entwickelt haben, wie Franz Klein und ähnliche Leute. Ich denke, dass er, was für mich ein Phänomen ist, dass er wirklich der Entdecker ist der schwarzen Farbe als Transportmittel des Lichtes. Und das Licht über das Schwarz vermittelt, über die Wahrnehmung der Reflexion des Lichtes auf Schwarz, ist eine der Grundlagen überhaupt der europäischen Malerei. Die Lichtreflexionen auf meinen derzeitigen Bildern variieren. Sie sind immer wieder anders. Ich habe hier eins, das dem Meer zugewandt ist und das sich ständig verändert. Nicht nur was das Licht, sondern auch was die Farbe betrifft. Aber es kommt nicht auf die Licht- oder Farbveränderungen an, sondern auf die Dynamik der Gefühle, der Fantasie und der Gedanken, die das Objekt beim Betrachter auslöst. Ich habe in allen meinen Ateliers sämtliche Arbeitsmaterialien vorrätig und muss daher keine besonderen Vorbereitungen treffen. Ob ich in Paris oder hier arbeite, macht eigentlich keinen Unterschied. Als ich nach Paris kam, fühlte ich mich nicht direkt angewidert, aber doch abgestoßen von dem, was in den Geschäften für Künstlerbedarf angeboten wurde. Da gab es hübsche Tuben, die aussahen wie kleine Zahnpastatuben, aus denen man die Farbe auf die Palette drückte. Oder diese Pinsel mit verchromten Fassungen und lackierten Stielen.
Das alles stieß mich ab. Ich ging stattdessen zu einem Laden für Anstreicherbedarf. Das erschien mir bodenständiger und entsprach eher dem, was mir vorschwebte. Qui me paraissait plus fraternel, plus proche de ce que j'avais envie de faire. In der Straße, in der ich aufgewachsen bin, gab es viele Handwerker, deren Arbeit und Werkzeuge ich mir als Kind oft angeschaut habe. Aufgrund dieser Erfahrung erkannte ich auch schnell den Unterschied zwischen einem Handwerker und einem Künstler. Der Handwerker weiß im Grunde genau, was er herstellen will und wie er es anstellen muss. Das hat er während seiner Lehrzeit und durch persönliche Erfahrung gelernt. Seine Arbeit ist genau geplant und er weiß, wie das Ergebnis aussehen wird. Bei einem Künstler ist das absolut nicht der Fall, jedenfalls bei mir nicht. Ich konzentriere mich immer auf das mir Unbekannte und mein Weg wird durch die Bilder vorgegeben. La peinture se faisant. Ça c'est au fond une surface. Das ist eine relativ matte Oberfläche mit einigen stark glänzenden Partien. Und die reflektieren das Licht stärker. Diesen Effekt erreiche ich durch den Winkel, in dem ich mein Werkzeug ansetze. Hier wird das Licht reflektiert. Aber wenn ich das Bild umdrehe, sodass es auf dem Kopf steht, sieht es vollkommen anders aus. Verändert sich auch das Licht. Ich gehe nicht systematisch vor. Wenn ich einen Einfall habe, verfolge ich ihn nicht zielstrebig weiter, sondern lasse mich treiben und tue, wozu ich Lust habe. So war ich schon immer. Ich bin kein Theoretiker. Ich mache mal dies, mal das. Seit 1979 ist das einzig Beständige das von der schwarzen Oberfläche reflektierte Licht. Doch das ist eine optische Definition. Was mich wirklich interessiert, ist der künstlerische Effekt, der über das Optische hinausgeht. Mich interessieren nur Dinge, die mich berühren und die ich mir nicht genau erklären kann. Ich habe schon als Gymnasiast in Jahrhunderten gerechnet. Wenn ich zum Beispiel den springenden Bison in der Höhle von Altamira oder die Pferde von Peschmerl bewunderte oder was man damals sonst so gezeigt bekam, machte ich mir klar, dass sie vor 160 bis 180 Jahrhunderten entstanden. Die Kunst dagegen, die Kunst der griechischen Antike, ist erst 25, 26 oder 28 Jahrhunderte alt. Es ist faszinierend zu sehen, dass die Menschen damals zu den dunkelsten Orten der Erde hinabstiegen, um dort zu malen, mit Schwarz. Schwarz ist die Ursprungsfarbe der Malerei und die Ursprungsfarbe der Welt. Bevor es Licht wurde, war die Welt schwarz. Durch diese Erkenntnis war ich viel freier in meiner Malerei, in meiner Formgebung. Ich war freier in meinen künstlerischen Entscheidungen. Ich habe von Anfang an viel Schwarz verwendet, weil das meine Lieblingsfarbe ist. Für mich war das schon immer die kraftvollste, ursprünglichste Farbe. Wenn ich Schwarz auf ein Blatt Papier auftrug, erschien das Papier weißer. Diese Farbe interessierte mich. Ich hatte sie eigentlich schon als Kind sehr gern. Schwarz hat mich seit jeher begleitet. Es ist eine sehr aktive Farbe. Ich habe schon immer sehr aufmerksam beobachtet, was vor meinen Augen geschieht, und dabei versucht, mir einen ungetrübten Blick zu bewahren. Und so wurde mir 1979 schließlich etwas klar. Ich hatte damals das unterschwellige Gefühl, dass ich dabei war, ein Bild zu verpatzen, weil ich auf einer Idee beharrte, die ich zuvor schon mehrmals erfolgreich umgesetzt hatte. Ich hatte bereits sehr lange an dem Bild gearbeitet.
spürte aber in diesem Moment, dass da irgendetwas nicht stimmt. Weil ich müde war, ging ich erst einmal zu Bett. Am nächsten Morgen betrachtete ich das Bild und dachte, das ist es. Ich arbeite nicht mehr mit der Farbe Schwarz, sondern mit dem Licht, das sie reflektiert. Daraufhin begann ich mit einer ganzen Serie von Bildern, von denen Klaus in Münster einige ausgestellt hat. Wenn man mir anbietet, mich an Ausstellungen monochromer Malerei zu beteiligen, lehne ich ab. Ich lasse mich nicht gern als monochromer Maler bezeichnen. Ich beschränke mich nicht auf den Gebrauch einer einzigen Farbe im Sinne der monochromen Malerei. Natürlich arbeite ich immer mit demselben Pigment. Doch was meine Malerei eigentlich ausmacht, sind die Lichtreflexionen auf meinen schwarzen Bildern. Ich habe hierfür den Begriff Outre Noir erfunden, den es eigentlich gar nicht gibt. Das hat nichts mit Ultraschwarz zu tun, sondern mit einem ganz anderen geistigen Bereich. Das hat weitreichende Konsequenzen, insbesondere was den Raum betrifft. Denn was sieht man, wenn man vor einem meiner Bilder steht? Man sieht das Licht, das von der Leinwand in Richtung des Betrachters reflektiert wird. Folglich liegt der Raum des Bildes nicht mehr an der Wand, sondern vor der Leinwand. In der Geschichte der Malerei lag der Raum des Bildes anfangs an der Wand, bis zu der Periode, die mit Giotto begann. Während sich die byzantinische Malerei auf zweidimensionale Figuren beschränkte, kam mit Giotto das Plastische, das Volumen ins Spiel, woraus man später die Perspektive entwickelte. Plötzlich war da ein Loch in der Wand. Der Raum lag nun hinter der Wand. Diese Vorstellung vom Raum hat bis heute Bestand. Meine Arbeit unterscheidet sich hiervon. Der Raum meiner Bilder liegt vor der Leinwand. Folglich befindet sich der Betrachter im Bild, im Raum des Bildes. Der Betrachter hat ein anderes Verhältnis zum Raum und damit auch ein anderes Verhältnis zur Zeit. Denn wenn er seine Position verändert, ist die Lichtreflexion nicht mehr dieselbe. Das Bild entsteht für ihn also erst im Augenblick der Betrachtung. Und dies beinhaltet ein anderes Verhältnis zur Zeit als in der traditionellen Malerei. Was mich daran interessiert, ist diese Form von Mystizismus. Das ist eine Interpretation. Ich glaube, dass ein Kunstwerk aus drei Dingen besteht. Aus seiner materiellen Existenz, aus mir als Künstler und aus dir als Betrachter. Stimmt. Und diese Dreiecksbeziehung verändert sich ständig. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. 1946 oder noch früher habe ich im Louvre eine mesopotamische Statue aus Granit oder Basalt gesehen. Mit einem wunderbaren Ausdruck, der mich tief berührt hat. Ich dachte, was habe ich nur mit diesem Künstler zu tun? Nichts. Er hat die Statue geschaffen, um einer Göttin oder einem König seiner Zeit zu huldigen, den ich nicht kenne und nie kennenlernen werde. Ich habe nicht dieselbe Weltanschauung und nicht dieselbe Religion wie er. Ich bin anders und dennoch berührt mich sein Werk zutiefst. Das hat nichts mit Kommunikation zu tun, denn für ihn hatte sein Werk einen ganz bestimmten Sinn und Zweck. Was ich als Betrachter empfinde, ist etwas anderes. Aber wie funktioniert das? Welche Rolle spielt der Blick? Damals erkannte ich, dass ein Kunstwerk ein materielles Objekt ist, das für jeden Betrachter einen ganz eigenen Sinn hat.
Montpellier ist eine Stadt, die stets sehr wichtig für mich war. Als ich hierher kam, hatte gerade ein Treffen zwischen Franco und Pétain stattgefunden. Da ich Trost und Abstand von diesem für mich sehr schmerzlichen Ereignis brauchte, ging ich ins Museum. Damals entdeckte ich das Musée Fabre, das für mich während des Krieges, solange es noch geöffnet war, zu einem Zufluchtsort wurde, an dem ich mit Begeisterung meine Lieblingsbilder betrachtete. Anfangs war ich fasziniert von einem Gemälde von Pedro Campagna, das die Kreuzabnahme zeigt. Es war ein sehr nüchternes Bild, das mich tief berührte und dessen pyramidenförmige Anordnung der Figuren im Kontrast zu einem hellen Hintergrund steht. Gleich daneben hingen zwei Bilder von Francisco de Zurbarán, von dem mir eines besonders gefiel. Und im Saal des 19. Jahrhunderts gab es eine wunderbare Courbet-Sammlung. Ich besuchte das Museum so oft wie möglich und habe dort auch meine Frau kennengelernt, sodass wir häufig zusammengingen. Als mir der Bürgermeister von Montpellier später vorschlug, mir ein Museum einzurichten, bot er mir mehrere Gebäude an, die ich ablehnte. Ein reines Soulage-Museum schien mir keine gute Idee zu sein. Und so sagte ich ihm, dass ich meine Bilder lieber in eine bereits bestehende Sammlung integrieren würde. Er fragte, ja, Sie denken an das Musée Fabre? Und ich sagte, ja, es ging um diesen ganzen Bereich hier. Daraufhin sagte er, gut, wenn das so ist, dann bauen wir eben. Und so beschloss ich, eine Schenkung zu machen und versprach außerdem, eine große Zahl von Bildern als Leihgabe zur Verfügung zu stellen. Auf diese Weise sind hier 30 Bilder zusammengekommen, darunter einige recht große Formate. Die Ausstellung beginnt mit einem Bild, dessen Schwarz keine Farbe, sondern reine Reflexionsfläche ist. Daneben hängt dann ein Bild mit einem großen Motiv, das einfach nur schwarz ist. So werden gleich zu Anfang beide Aspekte meiner Arbeit mit dieser Farbe deutlich. Es folgt ein Querschnitt durch meine verschiedenen Schaffensperioden. Das sind alles Bilder, die mir am Herzen liegen und die ich gern nebeneinander hängen sehe, ohne damit irgendetwas demonstrieren zu wollen. Die freihängenden Bilder sind eine Besonderheit. Damit möchte ich einen neuen Raum schaffen. Ich habe damit angefangen, weil ich finde, dass die Malerei so ihre gegenständliche Wirkung zurückbekommt. Denn wenn man ein Bild an die Wand hängt, bildet es ein Rechteck, das sich wie ein Fenster von der Wand abhebt. Ich möchte den Bildern aber eher die Stofflichkeit von Wänden als die von Fenstern geben. Ein weiterer Vorteil ist, dass man auf diese Weise Rhythmen schaffen kann, die den jeweiligen Bildern entsprechen. So entsteht eine Architektur, die von der Auswahl der Bilder bestimmt wird. Die Abtei in Conques, für die ich die Fenster entworfen habe, ist so konzipiert, dass möglichst viel Licht in die Kirche einfällt. Die Nordfenster sind doppelt so groß wie die Südfenster.
Das ist eine der Besonderheiten der Abtei. Ihre Architektur ist auf das Licht ausgerichtet. Ich habe mich folglich verpflichtet gefühlt, mich an dieses Konzept zu halten. Beim Entwurf dieser Fenster kam es mir darauf an, die Sicht nach draußen zu versperren. Hierzu habe ich nach einem zwar lichtdurchlässigen, aber undurchsichtigen Glas gesucht, das den Blick des Besuchers auf den umbauten Raum der Abtei beschränkt. Ich habe also nicht mit einem Aquarell, einer Gouache oder einer anderen Maltechnik begonnen, um diese später mit Glas auszuführen, sondern mein Ausgangspunkt war das Material, mit dem ich Licht produzieren wollte. Das heißt, ich bin direkt vom Glas ausgegangen. Das von mir verwendete Glas ist vollkommen farblos. Es zeigt keinerlei Färbung. Im Gegensatz zum gewöhnlichen Glas, das eher grünlich ist, vor allem an der Schnittkante. Dieses Glas ist gänzlich farblos und ich habe es sowohl in der transparenten als auch in einer trüben, undurchsichtigen Ausführung benutzt, die wie Stein anmutet. Dabei habe ich immer jeweils beide Zustände in einem Stück Glas vereint. Ziel dieser Arbeit, bei der 800 Proben hergestellt wurden, war eine Abstufung des Lichts durch das Glas. Während ich mit diesem Glas experimentierte, prüfte ich immer wieder den Effekt vor Ort. Eines Tages hatte ich ein Resultat erzielt, das mir zufriedenstellend erschien. Ein Glas, das die Sicht nach draußen versperrte, aber dennoch lichtdurchlässig war und außerdem zur Oberfläche der Mauern passte. Denn ich wollte nicht, dass die Fenster wie Löcher wirken. Und da stellte ich plötzlich fest, dass dieses farblose Glas eine Färbung aufwies. Durch die Abstufung des Lichteinfalls wirkte das Licht dort, wo es frei einfallen konnte, wie das Tageslicht, leicht bläulich. An den Stellen, an denen weniger Licht einfiel, fehlte das Blau. Ich schaute mir das Ganze sofort von draußen an und stellte fest, dass das Glas dort, wo das Blau drinnen fehlte, stattdessen außen blau schimmerte. Die Fenster sahen also von außen bläulich aus. Das war für mich eine Schrecksekunde und ich geriet kurzzeitig fast in Panik, denn so etwas hatte ich noch nie gesehen. Normalerweise sehen Kirchenfenster von außen schwärzlich aus und werden deshalb kaum beachtet. Doch hier zeigten sie eine Färbung. Aber dann dachte ich, schließlich stammen die Farben, die man hier sieht, nicht von mir, sondern vom Licht. Und zwar von demselben Licht, das auch auf die Steine der Mauern fällt. Ich kann mich also gar nicht im Irrtum befinden. Und so habe ich einfach weitergemacht. Die Formen haben sich aus dem Material ergeben. Ich wollte jede Wiederholung des architektonischen Aufbaus vermeiden, bei dem senkrechte Formen vorherrschen. In meinen Fenstern gibt es daher keine senkrechten Linien. Im Grunde habe ich mich immer von der Architektur inspirieren lassen. Die Linien in den Fenstern sind eher aufsteigend und weich, weil mir das besser zu dem flüchtigen, unbeständigen Licht zu passen schien. Als Gegensatz zum stabilen, beständigen, eben zum Stein. Während meiner Arbeit an diesem Projekt hatten viele Leute die Befürchtung, dass ich schwarze Fenster entwerfen könnte. Diese Menschen stellten später fest, dass sie meine Bilder eher im Kopf als vor Augen gehabt hatten. Erst als sie meine Fenster sahen, wurde ihnen klar, dass ich eigentlich nicht mit Schwarz, sondern mit dem Licht arbeite. Mit dem Licht, das von verschiedenen schwarzen Oberflächen reflektiert wird. Und das hier war im Grunde nichts anderes. Au fond, ça se tient tout à fait. «
Ich male für mich, doch meine Bilder erhalten ihre Bedeutung erst durch die Reaktion des Betrachters. Aber ich denke oft an ein Wort des Mystikers Johannes vom Kreuz. Für die Schönheit würde ich mich niemals verlieren. Ausgenommen für ein gewisses Etwas, das Abenteuer verspricht. Diese Worte haben mich immer begleitet. Denn diesem gewissen Etwas, das Abenteuer verspricht, gilt mein Hauptinteresse. Thank you.